Schön, dass ihr dabei seid. Weiter geht's mit der nächsten Frage, die auch ich mir sofort gestellt habe, nachdem ich hier diese Schmutzfalle ausprobiert habe. Im Originaleimer, Originalschmutzfalle. Schaut euch das gerne nochmal an im kompakten Video. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis der Erste gefragt hat, kann man denn die Alternativschmutzfallen, die es so auf dem Markt gibt, hier in diesem Eimer nutzen? Und ja, da hatte ich schon ein bisschen meine Bedenken, weil auch da habe ich mit Andreas so überlegt, mit diesem kleinen Knubbel, nennen wir es mal so, der hier unten jetzt dran ist, um hier den Standfuß dann richtig zu fixieren und auch der hier im unteren Bereich die Schmutzfalle auch in der Mitte hält. Die anderen Schmutzfallen sind halt dafür nicht ausgelegt. Das System ist halt in sich, sagen wir mal, ein geschlossenes System. Das will halt vielleicht auch ungern andere Sachen so mit in Nutzung reinbringen. Und deswegen probieren wir es einfach mal aus. Ich habe verschiedene Schmutzfallen mitgebracht. Eigentlich so die absoluten Standardsachen. Gridguard, Zyklon von Chemical Guys und auch nochmal hier die Dirt Lock von den Detail Guards. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Das ist zu viel Kunststoff hier überall. So, ihr seht, die sind von der Form her auch ganz, ganz anders. Komplett flach, in der Mitte haben wir nicht so eine Aussparung. Es ist nicht dafür gemacht. Aber es ist ja halt die Frage, ob man das trotzdem dann nutzen kann. Wir fangen mal an mit der ersten Schmutzfalle. Und wenn wir die hier reinstellen, seht ihr schon, dass natürlich die Schmutzfalle viel zu weit oben ist. Und wenn ich hier mit meinem Handschuh reingehe, oder mit meiner Hand, ich brauche nicht mal mehr Wasser reinfüllen, das kannst du auch schon so sehen, seht ihr hier, dass das Ding komplett umknickt und dann im Eimer hin und her fliegt. Und so kann das niemals irgendwie dann den Schmutz zurückhalten. Also das brauchen wir jetzt auch nicht ausprobieren, da brauche ich kein Wasser reinmachen. Also diese normalen Traps, das könnt ihr vergessen. Also das brauchen wir auch nicht mit Wasser testen. Schauen wir uns mal die Zyklon Dirt Trap an. Die finde ich auch richtig gut, funktioniert auch sehr, sehr zuverlässig, ist sehr schön kompakt, auch hier mit diesen kleinen Pyramiden oder spitz zulaufenden Trichtern, hält den Schmutz schön unten. Hier die kleinen vier Löcher, könnt ihr reinschlüpfen, um die aus dem Eimer rauszuholen. Die geben wir jetzt auch mal hier rein oder legen wir sie mal rein. Und da seht ihr auch hier, da ist extrem viel Spiel. Und auch hier macht uns natürlich dieser kleine Knubbel in der Mitte das Ganze zunichte. Also auch das funktioniert nicht. Selbst wenn sie nicht rechts und links anschlagen würde, so hier, oder richtig schön fest drin sein würde, ist halt die Frage, sie müsste eher blockieren, dann wäre es ungefähr hier. Das würde von der Höhe her noch passen. Also ich glaube, die Schmutzfalle wäre eher noch passend. Ja, wer jetzt auf die Idee kommt, hier irgendwie noch außen ein Band rumzumachen, dass die eher komprimiert wird, oh, ist es halt einfach wieder Basteleiarbeit und rumprobieren. Dann löst sich der Kleber auf, nur damit die Schmutzfalle hier reinpasst. Aber es würde, glaube ich, mit der Schmutzfalle dann funktionieren. Ja, aber ja, es ist halt Arbeit. Ihr könnt da gern was bauen euch, wenn ihr da Bock drauf habt, aber boah, naja. Also wenn ihr dann hier so ein Band innen rein macht oder irgendwie hier außen so ein Band ran macht oder einen Ring, weiß ich nicht, ob das alles so die Sache wert ist. Also ihr merkt schon, das ist ein in sich geschlossenes sozusagen System. Das will halt von außen nicht irgendwelche fremden Produkte. Aber ja, ich kann das ja für euch testen und probiere es aus. Und die Frage oder der Hinweis kam von euch. Jetzt schauen wir uns die Dirtlock an von den Detail Guards. Das für mich absolut ausgereifteste System bisher. Wirklich ein, ich habe es auch schon im ersten Video, glaube ich, mit erwähnt. Und wenn nicht, dann sage ich jetzt, ist es ein Design-Meisterstück hier. Und auch die ganze Handhabung, der Aufbau mit den Füßen. Ich habe jetzt hier noch die Version ohne diese beweglichen Gummielemente. Ich habe jetzt noch diese Schaumstoffelemente. Das funktioniert bei mir wunderbar. Aber in der aktuellen Version habt ihr noch diese kleinen Gummilamellen, die sich noch richtig schön außen in den Eimer drücken. Aber hier können wir jetzt mal testen, wie gut die funktioniert. Und ihr seht hier, die passt vom Maß her schon einen Tick besser. Aber auch hier, diese ganzen Schmutzfallen sind alle auf Galoneneimer ausgelegt und nicht auf dieses Eimermaß. Dass selbst wenn ihr hier diese neuen aktuellen Füßchen dran habt, mit diesen Lamellen, diese Gummiüberzüge, dann wird es selbst dann nicht funktionieren, weil hier an der Seite so viel Luft ist, dass das Ding hin und her wackeln wird. Und auch so, wenn ihr hier wackelt, wird das Ding sich mitdrehen und auch kippen und hier, das wird alles aufwirbeln. Also auch das funktioniert nicht. Und das liegt einfach daran, dass dieser Eimer ein anderes Ausmaß hat als ein normaler Galoneneimer. Und das sehen wir schon alleine, wenn wir die mal so nebeneinander stellen. Da seht ihr genau, da oben ist der Unterschied. Warte mal, ich versuche es mal genau ungefähr auf Maß. So, jetzt. Also das sind wirklich knapp 2 cm. 1,5 bis 2 cm. Ist der Durchmesser hier größer? Ja, man hätte auch gleich auf die Idee kommen können, das hier reinzumachen. Aber da ist es von der Höhe her nicht machbar, weil der Ring dann hier oben schon anschlägt. Also das geht auch nicht, selbst mit dem größeren Eimer nicht. Aber man sieht hier, ist viel Spielraum und nach unten hin, ja, wir können ja einfach mal den
Boden messen. Ungefähr 26 cm. Und bei dem müssen wir jetzt auch ein bisschen das Ausmaß, ich schätze jetzt mal, ja, das sind halt so 27,5. Das ist halt genau die 1,5 cm, die auch dann im Inneren mehr zur Verfügung stehen. Ich würde sogar sagen, wir haben sogar innen, ja doch, sichere 27,5 ungefähr. Also das Maß ist halt einfach ein anderes. Es ist ein größeres Innenmaß und damit könnt ihr meiner Meinung nach diese Fallen nur extrem bedingt hier drin nutzen. Es ist nicht dafür ausgelegt, es ist auch nicht dafür gedacht. Ich glaube auch, das Team hat da nie überlegt, ja, was ist, wenn die Leute eigene Schmutzfallen haben, passt nie rein. Ich glaube, die Überlegung gab es nie. Es geht darum, das eigene System hier zu nutzen und zu etablieren und die Leute da auch hinzubewegen, das zu kaufen, logisch. Und darum geht es ja am Ende auch, ist ja völlig verständlich. Also hier, das könnt ihr euch meiner Meinung nach sparen. Wer will, kann hier ganz wilde Sachen noch bauen, irgendwie das hier verbreitern mit irgendeinem Ring oder mit irgendeinem Band oder Dichtband, aber das ist dann auch wieder alles so halb und nicht gekonnt, schwierig. Ich muss ganz klar von meiner Seite aus sagen, bis jetzt sehe ich da eher schwarz bei der Sache. Da werde ich auf die originale Schmutzfalle am Ende zurückgreifen müssen, aber ob die gut funktioniert oder so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, das könnt ihr euch gerne nochmal im Hauptvideo anschauen. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt so eine Schmutzfalle schon zu Hause habt, ja, meine Empfehlung, die hier reinzubauen, macht aktuell keinen Sinn. Funktioniert leider nicht. Und damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr weitere Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Einfach über WhatsApp schreiben, jederzeit für euch erreichbar. Und ich schaue mir jetzt die nächsten Fragen auch und Themen eurer Seite an und ich teste das hier noch weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Sebastian. Ciao, Leute.